Yo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen Intros, Mintros. Ich mache das sehr selten. Jedenfalls zeige ich euch in diesem Video Arten von Menschen, von Typen, so ein paar Heuchler, ein paar Lügner. Kennt man aus dem Alltag. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und nochmal Dankeschön für den krassen Support auf dem zweiten Kanal. Unser Kanal einfach Younes, einfach am Brennen, Freunde. Link oben in der Videobeschreibung. Ich küsse eure Augen für den krassen Support. Ich liebe euch und gib mal ein paar Tipps, Ideen, was wir als nächstes hier drehen wollen auf dem Hauptkanal. In dem Sinne, gebt euch das Video. Viel Spaß. Peace out. Schon spät geworden, ich glaube, wir hauen langsam ab. Ja, okay, Bruder, ich muss auch um 6 Uhr aufstehen, Alter. Hau rein, Bruder, Mann, hau rein, Alter. Korrekt, Bruder, dass wir bei dir chillen dürfen, ne? Kein Ding, Jungs, ihr seid immer herzlich willkommen, ich küsse eure Augen. Alles gut bei dir? Ja, alles bestens, danke für die Einladung. Ah, okay, dann ich gehe schon mal schlafen, mach einfach die Tür hinter dir zu, wenn du weg bist, ne? Ja, kein Ding, ich rauch nur noch meinen Kopf und dann bin ich weg. Junge, was machst du hier, Mann? Danke für die Einladung. Sag mal, hast du noch Kohle hier irgendwo? Was für Kohle, Mann? Was redest du denn da? Wir haben 6 Uhr morgens. Ja, ich weiß, Mann. Ist noch früh. Ja, genau. Aber ich muss jetzt arbeiten gehen, ne? Alles gut, mach das mal. Ich rauche hier noch meinen Kopf und dann ziehe ich gleich die Tür hinter mir zu. Ja, okay, mach das. Was machst du hier? Was geht mit dir ab, Mann? Ja, nichts. Ich rauche mir noch einen Kopf und dann hau ich ab. Was redest du da? Ich fahre jetzt zur Arbeit. Ich gehe jetzt arbeiten in einer Firma. Mach das ruhig. Ich rauche zu Ende. Danke für die Einladung, Mann. Nein, das haben wir hier nicht. Verdammt, das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Was ist denn da los? So, und jetzt bitte raus hier. Was ist denn los, David? Meine Güte, was ist das für eine Firma hier? Es sucht die ganze Zeit Kohle. Die haben einfach keine Kohle hier. Ey, bist du wahnsinnig? Ich bin hier auf der Arbeit. Was für Kohle? Entspann dich mal, Bruder. Ich rauch mir nur meinen Kopf und dann hau ich wieder ab. Ja, dann geh mal bitte runter und rauch mal unten weiter. Ja, alles gut. Entspann dich. Und danke für die Einladung, Mann. Jo, was geht ab, Bruder? Alles gut, Mann. Wie war die Arbeit, Bruder? Ach, hör mir auf, Alter. Der Junge ist eine Plage. Ich komm nicht mehr auf den klar. Hey, was los? Was passiert, Mann? Like Jordan, seit gestern hängt er mir am Arsch mit diesem Schlauch, Alter. Jordan? Der ist doch hier. Was? Younes, Bruder, hier ist auch keine Kohle. Lass mal welche kaufen gehen. Ach, und danke für die Einladung. Oh, wo bleibt der Younes, ja? Hast du nicht deine Sachen mitgenommen? Wir wollen Fußball spielen. Ja, ich weiß, Bruder, die Villa ist komisch. Ich glaube, ich kaufe mir eine zweite. Das wird mir alles zu eng hier, weißt du? Was redest du da, Mann? Ja, überleg doch mal logisch, Junge. Ich will den R8 noch in 3 Farben haben. Das passt nicht alles hier rein, so in meiner Garage, weißt du? Was laberst du da? Ist das dein Ernst? Ja, ist kein Problem. Lacht mich aus, dass ich nur 700 Quadratmeter habe hier, weißt du? Ah, der Marcel fragt, sollen wir ins Fußball spielen oder ins Kino gehen? Ja, ich verstehe das auch nicht, Mann. Dieses scheiß Billigteil hier, weißt du? Das kratzt die ganze Zeit, Mann. Ist das keine Rolex? Ja, Rolex ist das. Habe ich 20 Stück oder so. Bruder, sag mal jetzt, der Marcel wartet. Soll der Kino buchen? Oder nicht? Ja, die kostet nur 15.000, deswegen krass die. Mein Vater hat immer gesagt, spann nicht an falschen Ecken. Ja, Mann, ich frag mich auch, warum die Tasche so schwer ist. Warte mal kurz, warte. Ah, siehst du, daran hat's gelegen. Diese scheiß 500er Scheine. Nächstes Mal nehme ich nur 100er. Ja, ich kann die auch in meiner Tasche tun, wenn die so schwer sind. Ich hab hier eine. Was ist das für eine Marke? Ja, hier, Hugo Boss ist das. Ey, sag mal, hast du Realitätsverlust oder was? Diese 500er sind mit Hugo Boss nicht kompatibel. Die passen nur in Gucci und Louis Taschen rein, Habibi. Bruh. Bruder, ich war im Gericht, die haben mich verurteilt. Ich bin unschuldig, ich habe gar nichts gemacht. Bruder, ich verstehe das nicht, ja? Ich verstehe das auch nicht, Bruder. Hey! Oh, sorry, Bro. Oh, sorry. Ey, du Spasti, wen rempelst du an hier? Tut mir leid, Bruder, ich habe mich nicht angerempelt. Wie, du warst das nicht? Wer war das? Mein Vater oder was? Tut mir wirklich leid. Was für tut mir leid? Ich lass mir das nur nicht chill, gefallen. Bruder, chill. Dann komm her, du Pisser. Was ist los mit dir, Junge, Alter? Lass mich los, Mann! Was ist los, Alter? Hä? Soll ich dir eine geben, Junge? Du hast mir doch schon eine gegeben. Hä? Wo hab ich dir eine gegeben? Hast du, Bruder? Ja?
Bist du behindert, Junge? Hör auf damit! Mach doch nicht unnötig Stress! Was? Immer ich? Ich was? Der wollte Stress, Bruder! Der macht einfach bei mir so! Ich bin unschuldig! Er hat dich angemacht! Lauf mal weiter, Junge! Lauf mal weiter! Hey! Lauf mal weiter! Meine Fresse, ja? Bruder, komm einfach! Komm, scheiß drauf, ja? Scheiß drauf! Bruder, es geht ums Prinzip! Verstehst du? Es geht ums Prinzip! Warte mal, warte mal! Was hast du da gesagt? Wen nennst du uns? Wir beide sind Hunde? Bruder, übertreib doch nicht! Entspann dich doch bitte, ja? Baris, Habibi, wir sind doch keine Hunde! Schau den behindert Mann! Like, was ist los? Willst du Power Small, du Pisser? Baris, hast kein Eier mehr? Ich hau dich behindert, was ist los? Hä, hey, es hat doch nichts gesagt. Like, wie, du hast nichts gesagt? Trau dich doch mal, sag mir das ins Gesicht, Mann. Lass mich in Ruhe, ich sag das Mami. Was ist los, du, hä? Was ist doch? Alter, was machst du da, Mann? Komm, renn weg, du Mama-Söhnchen, renn weg. Was ist los mit dir, Alter? Das ist doch ein Kind. Juck mich nicht mal, ich bin behindert, keiner legt sich mit mir an. Ja, was weiß ich, Alter? Verstehst du, was ich meine? Hey, du Pisser, was ist los, Alter? Was ist los? Alter, Junge, was machst du da schon wieder? Ah, misch dich nicht ein, Bruder, der meine Mutter beleidigt. Alter, da ist die Laterne, Mann. Hey, was denn, Alter? Wen seine Mutter? Wen? Halt's Maul, Alter, das sind meine Jungs, das weißt du ganz genau, ich bin gut mit denen. Übertreib die Lage nicht, Mann. Was ist los? Macht einer Stress bei dir? Nein, Mann, das war unser Pascal, dieser Hund. Wie, was passiert? Was hat er gemacht? Ey, guck mal, Jungs, er sagt zu mir, warum hängst du mit diesen Hunden ab? Der weiß, dass ich mit euch gut bin, sowas geht gar nicht, wallah. Der hat uns Hunde genannt? Ey, krass, was du da erzählst. Ey, Jungs, komm, bitte, vergiss es einfach. Ich will nicht böses Blut zwischen Freunden haben, wisst ihr? Was ein Kind, das ist ja. Der Typ, der war schon immer ehrenlos. Warte, Mann, ich krieg grad einen Anruf, ich komm sofort. Boah, ich bin gerade auf 180, Mann. Hast du gesehen? Der Typ redet von Ehre, aber selber der größte Heuchler, Alter. Wie? Was redest du da? Habibi, hab ich dir das nicht erzählt? Der sagt mir, der Jordan ist ein richtiger Dreckiger, der macht sich an verheiratete Frauen ran. Weil er keine andere Frauen abkriegt, der Lutscher. Sowas erzählt der. Sowas sagt er hinter meinem Rücken? Das kann ich nicht glauben. Ja, kannst du mir glauben. Das war nur das Harmloseste. Der hat noch was über deine Familie gesagt, aber sowas will ich dir nicht sagen, Bruder. Das ist so viel. Wie meine Familie? Bruder, vertrau mir. Scheiß drauf. Sei ein besserer Mensch. Guck mal, der kommt dir. Sag nichts, ne? Ich hab keinen Bock auf Stress, du weißt, Bruder, ja? Ja, ist okay, ist okay. Meine Alte macht richtig Kopfschmerzen, Alter. Oder ich bin ganz richtig geladen. Ich geh erst mal eine rauchen. Ja, ja, kein Ding, mach das. Ja, Mann, ich bin auch richtig geladen wegen dem Typen. Entspann dich, Bruder. Ey, ohne Scheiß, Jordan ist der loyalste Freund, den ich je hatte. Loyalste Freund? Hab ich auch gedacht. Wie jetzt? Was erzählst du da, Mann? Junge, du warst 2 Minuten weg. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, Mann. Ich hab schon zu viel gehört, Alter. Nur Heuchler unterwegs. Wie? Rede doch, Mann. Habibi, du warst gerade 1 Minute weg und schon redet der Schlechte über deine Freundin. Was? Der redet über meine Freundin? Ja, der meinte, der Sammy macht sich nur Bitches klar. Seine Freundin hatte früher jeder gehabt, hat er erzählt. Wieso redet er über meine Frau? Der Typ ist echt ehrenlos, Alter. Bei sowas geht er zu weit. Ich pack mir diesen kleinen Hund, Alter. Bruder, entspann dich. Ich will's auf dein Niveau runter, du bist ein besserer Mensch. Spieler, spiel mit. Bruder, ich bin richtig schockiert. Das war mein bester Freund. Ich weiß, aus Freunde werden Feinde. Aber kein Problem, ich bin noch da. Egal, behalt das für dich sehr leise. Der kommt, Bruder, entspann dich. Sag ihm, ich hab keinen Bock auf Stress, du weißt, ne? Kopfschmerzen, Alter, ja. Ja, Mann, Jungs, ich muss los. Ich muss zu meinem Onkel. Mein Vater hat schlecht über den geredet. Wallah, geht gar nicht, ja. Bruh.